Markus, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du bist von weit hinten gestartet. Ja. Was war der Grund? Der Grund war der erste Tag. Eineinhalb Runden bin ich gefahren, dann bin ich abgeflogen. Danach hat man dann ungefähr 12 Stunden gebastelt. Ja. Okay. Und es hat nicht immer gut ausgeschaut. Und ja, und so bin ich auf Startplatz 22 gekommen bei Best of. Qualifying-Zeit natürlich sehr, sehr schlecht. Ja, genau, war sehr, sehr schlecht. Und wie lange hast du dann gebraucht, bis du in Führung gekommen bist? Zweite Runde. Okay, war deutlich. Zweite Runde, ja. Aber wie gesagt, hab ich. Fernsehen, ja. Dabei sein ist alles, ne? Glückwunsch, super okay? Sache. Okay, danke. Lukas, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Danke, du bist, glaube ich, auch aus der ersten Startreihe losgefahren. Ja, nee, zweite. Zweite. Wie viel hattest du vor dir? Am Anfang bei der ersten Runde? In der ersten Runde zwei. Zwei. Und dann bist du an einem noch vorbei und dann ist es so geblieben. Genau, der andere wurde zum Glück aufgehalten vom letzten. Also habe ich Glück gehabt. Ach so, beim Überrunden war. Ja, richtig. Aber gut, zweiter Platz. Ja. Glückwunsch. Danke. Dankeschön. Danke. Kevin. Hallo. Congratulations, was a third place. Thank I'm you. Wondering, you are back in best of rest. Normally you get a cup in the normal speed bike race. Yes. What happened? My the crash. One year ago. Ago? Yes. Yes. It's not so good and anymore. And since you are not as fast as. Yes. Okay. Maybe but, more training. Two or three races since we are back again. Back again. I hope. Okay. Thank you. Thank you. Bei Best of Rest gibt es ja keinen so ganz großen Pokal, so mehr so ein Schnapsglas, aber trotzdem eine Anerkennung. Der dritte Platz geht an den Kevin van Herzele mit einer G6000 und der schnellsten Runde von 1,54,524. Congratulations. Auf dem zweiten Platz ist der Lukas Luther mit einer BMW S1000 und der schnellsten Runde von 1,52,280. Herzlichen Glückwunsch. Und der Sieger Markus Pauli mit der Yamaha 1 und 1,51,577. Herzlichen Glückwunsch.